Einen wunderschönen guten Abend und Hallihallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Also, letztes Mal haben wir ja die letzte Trophäe noch richtig verkackt. Aber heute muss sie drin sein. Und dann bleibt nur noch die Story. Also das müssen wir ja hinkriegen, würde ich sagen, oder? Also, steht als erstes an, 10 Minuten kämpfen. Beziehungsweise 10 Minuten ausweichen. Weil man darf die nämlich nicht blocken. Das ist auch so ein Ding, das hätten die auch ruhig mal hinschreiben können, aber haben sie nicht. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Wache. Wo ist denn hier die nächstbeste? Wachen. Na komm. Brauch nur einen. Der reicht mir schon. Was gibt's da nicht, oder? Hallo, Wachen. Wo seid ihr denn? Wachen. Komm bitte. Das gibt's doch nicht, dass in der ganzen Stadt jetzt keiner ist. Da. Geht doch. Ah, du bist auf. Den mit dem Speer machen wir kurz weg. So. Und mit dir tanzen wir jetzt mal 10 Minuten. Oh, da ist ja noch einer. Okay, Moment. Den hier räumen wir kurz aus dem Weg. Noch einer. Nein. Klack. So, der da muss sterben. Autsch. Nein. So. Vanya, hi. Ja, man kann mich gerne auf PSN adden, das ist kein Thema. Allerdings habe ich da eingestellt, dass mich keiner sieht. Das heißt, du kannst mir gerne deinen PSN-Namen schreiben, per PM oder whatever. Und dann schicke ich dir bei Gelegenheit eine Einladung. Wie geht's dir? So. Jetzt müsste man eigentlich so ein Tanzlied drauf drunter legen. Was? Jetzt schon Bettchenzeit? Ach komm, ein bisschen muss ich jetzt bleiben, wenn ich schon da bist. Kannst du mich doch nicht gleich wieder alleine lassen. Ne? Jetzt wird es echt ein bisschen eng, weil ich habe gar keine Heiltränke mehr. Das wäre sehr, sehr schlecht. Tanzen. Nope. Vanya, ich habe Nachricht bekommen. Ich add dich dann bei Gelegenheit, gell? Ja, immerhin. Schau, 15 Minuten, der ist doch schon mal etwas. Dann machen wir eine halbe Stunde draus und dann sind wir beide zufrieden.
Ich meine, jetzt danach wird es ja richtig spannend, weil dann geht's komplett in die Story rein. Das ist so die letzte Schmarrn-Trophäe, die ich machen muss. Nee, nicht ganz richtig. Danach muss ich noch ein Buch einsammeln und Bücher abgeben, aber das muss ich erstmal freischalten, da bin ich noch nicht. Nope. Nein, nein, nein. Dein letztes Stündlein. Na komm. So, ich schätze mal noch so 6 Minuten, 5 Minuten. Müssen wir noch tanzen mit dem Guten hier? Weiß ja nicht, was Ubisoft sich da gedacht hat bei der Trophäe, aber. Außer, dass man die Gegner komplett disrespektet. Autsch. Okay, das habe ich verdient. Ich gebe es ja zu. Wie meinst du? Also ich stream vom PC aus und habe die PS5 am PC quasi mehr oder weniger angeschlossen. Beziehungsweise empfange ich einfach das Signal von der PS5 über eine Capture Card am PC. Und so kann ich das streamen. Also ich streame nicht direkt von der PS5. Also alles, was du siehst, ist quasi am PC. Nee, die, was ich hier habe, die war nicht teuer. Die war, glaube ich, ein paar Euros auf Amazon. Also es ist jetzt keine Elgato, Schlag mich tot, teuer, 4K, sonst was Auflösung. Was natürlich sehr geil wäre und ich mich darüber freuen würde. Aber ich sag mal, fürs Erste reicht auch vollkommen die aus. Ich denke mal, 1080p sollte auf jeden Fall reichen und die kriege ich hier durch. Und dadurch, dass mein PC halt keine Belastung hat, weil ich das auf der PlayStation spiele, kann ich komplette PC-Leistung quasi dafür verwenden, zu streamen und das in der guten Qualität. Also, ich hoffe, das ist eine gute Qualität, was ich hier rausbringe, aber ich würde jetzt mal spontan behaupten und meiner Einschätzung nach, die ist zumindest akzeptabel. Geiler geht immer, aber dann werden wir natürlich wieder im teuren Bereich. Vielleicht irgendwann einmal, wenn der eine oder andere Samariter vielleicht den einen oder anderen Euro da lassen will. Aber bis dahin finde ich das vollkommen ausreichend. Na komm, jetzt muss es dann aber auch irgendwann mal ploppen. Wir sind jetzt 13 Minuten im Stream, ziehen wir mal 5 Minuten davon ab. Bis ich hier war, machen wir mal 6 Minuten draus. Ich hack dich in Stöcke! Okay, ne, also mit Shareplay kenne ich mich so überhaupt nicht aus. Hab ich auch nie in Betracht gezogen tatsächlich. Allein weil du das ja schon auf deinem PC streamst, sozusagen, verlierst du ja schon Qualität. Also im Endeffekt habe ich die PlayStation an der Capture Card, die Capture Card am PC und dadurch läuft es. Und dann halt quasi von der Capture Card noch ein HDMI-Kabel zu meinem Bildschirm, damit ich auch sehe, was ich streame. Ja, gut, klar. Delay ist auf jeden Fall drin, wenn du das allein schon streamst. Jetzt habe ich eine kassiert, weil ich nebenbei Chat lese. Never dance and read chat.
in Stücke! So, jetzt müsste es dann aber irgendwann mal auch mal ploppen hier jetzt. Jetzt sind wir schon 15 Minuten im Stream. Ein paar Minuten abgezogen, müsste es eigentlich jetzt an die 10 Minuten ran kratzen. 10 Minuten im offenen Kampf bleiben, ich weiß jetzt nicht genau den Namen. Die habe ich am Samstag eigentlich ganz zum Schluss noch probiert. Da habe ich aber den Guten gecountert, also pariert quasi. Dass er dann so gestaggert dran stand. Und das hat dann aber nicht gezählt und dann habe ich gelesen, man darf denen nur quasi ausweichen mit der Rolle. Und dabei 5 Minuten im aktiven Kampf bleiben. Also du darfst auch nicht wegrennen von denen, dass du dann sozusagen gesucht bist. Oder sonstiges. Also du musst 5 Minuten im aktiven Kampf sein. 10 Minuten im aktiven Kampf sein. So. Und ich hoffe mal, dass ich es jetzt alles richtig mache, weil sonst wüsste ich nicht, was ich noch machen sollte. Jetzt ploppt doch endlich. Autsch. Ja, da ist sie. Adlerwille. Überlebe 10 Minuten im offenen Kampf. Jawohl, ja. Endlich. Jetzt darf ich noch nicht sterben, das wäre sehr traurig. So. Ach Gott. Das war jetzt eine Geburt. So, jetzt würde ich gerne mein Fahndungslevel loswerden. Mich heilen. Und dann geht's los mit. Beziehungsweise was geht los? Geht weiter mit Quests. Hm. Danke. So, hier geben wir mal eine Münze, davon haben wir genug. Und da ist der nächste Laden. Kurz shoppen. Da. Gib mir mal ein paar Heiltränke. Na komm. So. Kurz heilen, dann tun wir gleich nochmal einen nachshoppen. Ich grüße dich. Was? Ja, komm, bla bla bla. Boom. Boom. Alles klar. Alles klar, Vanya. Bis dann. Gute Nacht dir. Ich muss gehen. Danke, dass du da warst. Mach's gut. Schlaf gut. So, wo war die Mission? Da. Ja, die da, ne? Von Steuern und was? Geht in Drohungen auf dem Bazar nach. Okay. Wo sind wir da am besten aufgehoben? Ah, von hier aus, ne? Let's go! Da kann ich die Zipline nutzen, das ist besser. Und los geht's. Boah, Alter, da müssen die Hände aber wegfackeln, Junge. Da mischt die menschliche Fackel danach. Eieieiei. So. Wo ist hier was für uns?
Wo sollen wir nach den Rechten sehen? Da. Hopp, hopp, hopp. Hier? Einige Stände wurden von Wachen geplündert. Unten oder was? Aha. Nein, ist das kaum die Mühe wert. Schneid dir einen Finger ab. Das öffnet vielleicht ihre Börse. So, was geht denn hier ab? Darf ich mit dir reden? Jo. Ohne Geld keine Sicherheit. Das weißt du doch. Aber wir nehmen auch deine Düfte als Zahlung an. Friede sei mit dir. Das geht dich nichts an. Geh weiter. Münze der Bestechung anbieten, jo. Vielleicht verschafft dir das ein bisschen Zeit. Das könnte durchaus sein. Wir haben schwer geschuftet, wie traurig weggeht. Aber wir sind noch. So, wir gewonnen, so Zaron, Kollege. Die habe ich mir wieder geholt. So, befreien hier. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft, aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zur Bagdad Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Okay. Gut. Also dürfen wir jetzt schon wieder die nächsten Laufburschen spielen. Sie könnten mehr über die Plünderungen wissen. Gestrandete Händler. Finde die festsitzenden Händler im Süden der Stadt. Alles klar, ich ein Bärchen. Wo im Süden der Stadt? Ach so, scheiße, das ist ja schon ein Stück. Da fliegen wir mal kurz hin. Wo geht's hier sicher runter? Da. Sieht man das nicht mehr oder was? Da. So, Kevin, los geht's. Yalla, yalla, Kevin. Jetzt geht's los. Palmenhain. Hier oder was? Dieses Lager muss den Händlern gehören. Jo. Schaut gut aus, Kevin. Ich park dich mal kurz hier. Danke. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Halt! Wer ist da? Ich komme in Frieden. Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Pferdekopf? Fußabdrücke und eine Blutspur. Da ist ein Pferdekopf. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Mein Pferd, mein lieber Kichererbsen. Sauber abgetrennt. Alter. Wer macht denn so etwas Schreckliches? Schau mich nicht so an! Ich würde so etwas nie tun! Okay. Das Pferdchen tut mir ein bisschen leid. War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht! Oh. Ruhe in Frieden, Kichererbse. Süßer Name. So, was steht hier? Okay, unentdeckter Fall. Eine Gestalt, die ihren Einfluss nutzt, um Kaufleuten Geld abzunötigen. Ja.
Okay. Was haben wir hier noch zum Entdecken? Da hinten. Der Typ. Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Bin aber nicht sicher. Sehr hilfreich. Also hätte ich mir auch gar nichts sagen können. Wäre genauso hilfreich gewesen. Ja, da ist eine Truhe versteckt, die nehmen wir mit. So. Da sehe ich ein schönes Beutelchen für uns. Tun wir den armen Händler noch ein bisschen was ausrauben. Die leiden ja noch nicht genug. Ja, und jetzt Spiel. Untersuche den Rastplatz der Händler, ja. Das tue ich, aber hier ist nichts mehr. Zumindest sehe ich nichts mehr. Oben irgendwas? Hm. Das gibt's doch jetzt nicht. Hier oben vielleicht? Nee. Spiel, was willst du mir sagen? Was soll ich deiner Meinung nach tun? Da liegt doch was. Anweisung der Wachen. An die Wache. Geld eintreiben von Ankers Düfte. Weiß. Fremdliche Fleischwaren. Blubber irgendwas. Was passiert ist. So schnell konnte ich mal wieder nicht lesen. Kann ich das nachlesen? Nein. Okay. Auf jeden Fall wurde angewiesen, Geld einzutreiben. So viel konnten wir noch rauslesen. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Alles klar. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Jetzt bin ich hier Bodyguard, oder was? Wo ist dein Zuhause? Ich komme aus Al-Yunan, westlich von jenseits des Wassers. Mit meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Die Städte, die wir besuchten, El-Quds, El-Basra. Der hat ein fancy Kamel. Aber Kevin ist cooler. Dein Händlerfreund sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Okay. Also sind die eigentlich für uns nutzlos? Die bringen uns nicht da rein. Moment. Das haben wir sofort. So. Und wer hier durch will, muss eine Klinge im Bauch haben. Klack. Aus nächster Nähe erstmal ein Wurfmesser ins Gesicht. Hinrichtungsschreiben. Die Händler müssen gefunden werden. Einer weiß, wo ich bin und meiner Sicherheit wegen muss er zum Schweigen gebracht werden. Tötet auch den Rest, sie sind ohne Belang. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, sollten sie sich auf dem Weg zur Westeingang Bagdads befinden. Findet sie, bevor sie ankommen und der Stadt Bericht. Ein Preisgeld erwartet jene, die erfolgreich zurückkehren. Al-Anker. Wahrscheinlich. Das ist wenig überraschend. Kevin. Wir haben uns gegen das Kalifat und ungerechte Steuern ausgesprochen. Kevin. Das kann uns den Kopf kosten. Doch das stumme Schaf hilft mir dem Schlachter. Widerstand gefällt Ihnen gar nicht. Ich wäre nicht überrascht, machten Sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene. Die Wachen unterstehen jemandem namens El-Anka. Das bestätigt meinen Verdacht. Also ist El-Anka unser nächster Kollege.
wer dran glauben darf. Das Gestöhne von den Kamelen. Okay, ich kann es nicht machen. Sollte es lassen. Bagdad. Nun seid ihr sicher. Du bist wundervoll. Hör bitte auf damit. Vielen Dank. Sicher. Dank nicht mir, dank Kevin. Kevin, jetzt geh aus dem Weg. Da wären wir. Tausend Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen, auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens Al-Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ha. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber Al-Anka nannten. Was Aha. seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhail lebt in einem Anwesen westlich von Al-Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Das Witzige ist, ich habe letztes Mal gesagt, es würde sich komplett anbieten, wenn der Typ vom Orden oder die Frau vom Orden der Steuereintreiber ist. Und? Es ist genauso, wie ich es gesagt habe. Witzig. Okay, den haben wir erledigt. Was haben wir hier? Anwesen des Steuereintreibers. Untersuche das Anwesen des Steuereintreibers. Die Gestalt setzt einen Einfluss an den Kaufleuten, Geld abzuzocken. Töte Al-Anka den Steuereintreiber. Na gut, aber ich würde erstmal das hier machen. Erstmal kurz noch die Nebenmission machen, damit alles getan ist. Und dann hauen wir den Typen um. Los geht's. Hui. Oh, das ist Sperrgebiet. Nee, okay. War nur die Mauer scheinbar. Ja, bleib geschmeidig. Ich will doch gar nicht da rein. Ich will zu dem Steuereintreiber-Kollegen. Der muss bestimmt viel Geld daheim haben. Da würde ich mir gern was davon nehmen. Der soll doch gern mal teilen. Ich kürze mal hier ab. Und hopp, und hopp, und hopp. Und los geht's. Mein Gott, wo hat er sich denn verbunkert? 150 noch. Schnell, schnell, schnell. Und klack. So, das fancy Ding da vorne mit den roten, ich sage mal roten Stoff, wird es vermutlich sein. Ich schulde dem Steuereintreiber einen Besuch. Jo, ist auch so. Okay, Enkidu, alles klar, das hat sich erledigt. Nicht der wärmste Empfang. Ich wollte es gerade sagen. Nein. Wir lassen es nicht direkt entdecken, das wäre schlecht. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Aber gehen wir kurz hier hin und locken den Typen an. Oh shit. Da ist ja noch einer. Beziehungsweise noch zwei. Klack. Messer im Gesicht. Ich würde sagen, der hat es nicht gecheckt oder was? Warte mal. Nee, falsch. So. Als ob. Okay, wir versuchen weiter stealthy vorzugehen. Das heißt, ich würde gerne die Wachen hier wegräumen. Geht das, ohne dass ich gesehen werde? Ja, bestimmt. Die nächsten stehen ja erst ums Eck. So, du gehst hier hinweg und du kommst gleich mit hin. Und da rein. So. So ist wunderschön. Okay, was haben wir hier als nächstes? 3 an der Zahl.
Probieren wir es doch mal so. Oh, ich könnte sogar die da hinten nehmen, oder? Kann ich das? Ne, kann ich nicht. Okay. Aber den, den und den. Die guten Tick, Trick und Track, die gehen. Gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, weiter geht's. Ich lasse die jetzt mal liegen, die werden schon nicht so krass sein. Kann ich hier durch? Jo, okay. Gesundheit voll. Da hinten ist so ein wichtiger Kerl. Nenne ich ihn jetzt mal. Was ist denn? Ah, nichts. Komm mal ums Eck. Na komm. Na komm mal hier. Ajo. Fein. Klack. Und weg mit dir. So, jetzt ist die Frage. Sehen die mich, wenn ich das hier auftue? Nein. Aber das Problem ist, hier ist eine Wand. Das heißt, ich kann nicht direkt agieren. Das heißt, wir gehen oben rum. Wenn es denn oben rum geht. Ah, wir können den Typen schon mal ausschalten. Das ist nie verkehrt. Gut. Jetzt kann Enkidu problemlos kundschaften. Ja, das werden wir auch tun. Aber nicht sofort. Erstmal muss ich hier kurz aufräumen. Der ist weg. Und der, was hier steht, auch. Klack. Gut. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Enkidu. Zeig mal an, wo wir Gegner haben. Beziehungsweise komme ich hier von der anderen Seite rein. Ich könnte hier über die Türen probieren. Aber dann würde ich erstmal den Dicken hier ausschalten. Da ist noch einer. Ist da auf dem Weg noch irgendjemand? Schaut zumindest nicht danach aus. Ja, ganz unten ist jemand. Aber gut. Sag mal, der ganz unten ist für uns uninteressant. Der da hinten eigentlich auch. Das heißt, wir nehmen den mal kurz aus dem Spiel. Und den da hinten aus dem Spiel. Nee. Okay, Moment. Vielleicht doch nicht so ganz egal. So. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der nicht stirbt. Aber scheinbar. Mal zwei Messer abbekommen. Merkwürdig. Es hat gepiekst, aber ich habe nicht verstanden, warum es gepiekst hat. Mein Gehirn ist langsam. Okay. Der scheint wichtig zu sein. Kostet mich den Kopf, wenn wir nicht liefern. Wie schwer kann es sein, diesen Hohlköpfen ihr Geld abzunehmen? Warte mal, das ist Al-Anka. Al-Yunan, El- Ah, gut. Dann hat sich das ja gut überschnitten. Die Steuer wurde bezahlt. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. Das war eigentlich der Plan. Mein zweiter und letzter Brief. Al-Anka, das Geld wird knapp. Hast du wie gewünscht die Steuern erhöht? Wie ich höre, siehst du dich einigen Hindernissen gegenüber. Die Duftlieferung verspätet sich ebenso. Ich dachte, dass du als Einheimischer vielleicht besser zurechtkämst als ich, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich irre. Und da ist das wichtige Zeichen drauf. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Zügel. Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Rosen und Eisen. Okay. Rosen und Eisen. Gut, da unten scheint es noch was zu geben. Das heißt...
Wir machen erst den aus und dann den aus. Und haben die ganze Bude für uns. Das ist doch toll, ha? So, hier war noch irgendwas lesen. Befehle zur Erhöhung der Steuern. Suchheil, hier sind die vorgeschlagenen Steuererhöhungen. Bitte handle entsprechend. Getreide 1/20, Nahrungsmittel 1/10, Stoffe 1/10, Töpferwaren 1/5. Gemäß den Gesetzen soll ein jeder Dimi mehr zahlen, also erhebe bei Ihnen einen zusätzlichen 1/10 zu den geltenden Steuern. Ende. Befehle, die Steuern zu erhöhen. Das spült noch mehr Geld in Ihre Hände. Okay, warte mal, wir haben ja hier, gut, den Typen erledigt. Genau, bei der Auktion wird ein seltenes Artefakt gezeigt. Mit Kongs Hilfe erhielt ich eine Einladung. Der Brief haftet ein bekannter Geruch an. Und es geht eigentlich um eine Haarnadel. Okay. Gut, kann ich mir hier was leisten? Nein. Okay. Dann nicht. Aber da hinten ist noch was. Dieses Ding da hinten brauche ich. Bei dir liegt noch was, oder? Nee. Wo ist es denn? Da. Dich suche ich. Genehmigte Mittel für Blockaden. Die vereinbarte Summe wurde aus dem Steuervermögen von Al-Karch entnommen und wie angewiesen der Unterstützung der Hafenblockade zugeteilt. Die Sperre am Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Ich bin hier fertig. Nichts weiter. Roshan und Rivka warten sicher im Bruderschaftshaus auf mich. Alles klar. Dann spazieren wir hier einfach raus. Na. Passt einfach. Na, wobei. 130 Meter, die können wir laufen. Ah. Was ist jetzt bloß, wieso? Wieso beilen die jetzt auf mich? Mann. Ich hab doch nichts getan. Dann halt ebenso. Wenn die es nicht anders wollen, dann kriegen sie es auch nicht anders. Jetzt bin ich aber gesucht mal wieder. So, ab in die Bruderschaft. Schau mal, was sie zu sagen. Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Was hast du zu erzählen? Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Geht es um mehr Objekte dieser alten Wesen, die sie verehren? Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Dairat al-Mal versteigert. Eine offizielle Einladung zur Auktion. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindungen zu sowohl Elanka als auch Kululu sein. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hörten Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in Elkars Angelegenheiten eingemischt. Diese Person wird zweifellos bei der Dairat al-Mal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Souk, wenn du soweit bist. Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Bist du besorgt? Ich werde vorsichtig sein. Okay. Triff dich mit Roshan. Gut, das werden wir tun.
Kann ich mit ihr noch irgendwas reden? Was wichtig ist? Friede sei mit dir, Rivka. Nö. Okay. Keine weiteren Fragen. Hätte ja noch sein können, dass sie noch irgendeine Information für mich hat. Gut, also das haben wir erledigt. Genau. Jetzt sind wir quasi hier, wo es immer um den Dicken geht. Okay, triff dich mit Roshan. Nee, das Bazaars. Aber ich würde zuerst gerne so ein Plakat abreißen, damit ich komplett inkognito bin. Weil es wäre sehr ungünstig, mir da auffallen zu lassen. So, und jetzt können wir beruhigt zum Bazaar. Was ist hier? Lesen. Tagebuch einer Gewürzhändlerin. Bei Allah. Nie zuvor sah ich solch ein Verlangen nach einem Gewürz. Diener und Kunden trampelten einander nieder, nur um an den Fläschchen zu gelangen. Die Fußtritte, die Kämpfe, welch Feuer, welche Gier. Es ist mein großes Glück, solch ein Vermögen zu verdienen. Ich muss erneut mit meinen Lieferanten von den größeren Märkten sprechen, während er schuftet, um diese süchtig machende Mischung herzustellen. Werde ich reich. Okay. Ein bisschen Droge, hä? Magst du Gewürze rauchen, ey? Kommst du hier, kommst du da? Gewürze rauchen ist immer da. So, jetzt aber ab. Wo ist denn Roshan? Ja, da will doch keiner rein. Junge, ich will doch da gar nicht rein. Bleib doch geschmeidig, Junge, Junge, Junge. Hab doch niemandem etwas getan. Na gut. Du willst es nicht anders. Du kriegst es nicht anders. Nope. Ungünstig. Und tot. Bürger, hört ihr euch, dass euer Kind krank wird? Gut. Dann halt so. Gut, dass hier so ein Manudi steht. Ne, warte mal, da ist. Das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich da so eine Münze zahle. Die 40 Meter laufe ich. Ich habe zwar genug von diesen Münzen, aber wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt. Ich glaube, du bist blind, Kollege. So. Roshan. Wo bist du? Da oben. Alles klar. Na, jetzt geh doch da hoch. Mach's doch nicht so kompliziert. Und rauf da. Der Plan ist einfach. Du betrittst die Auktion als Händler, der auf fremdländische Artefakte bieten möchte. Wir wissen, dass sie die Haarnadel wollen und bei der Auktion sein werden. Sie ist ihnen schon einmal entgangen. Wenn die Haarnadel dran ist, beobachte ich die Menge und sorge dafür, dass ich sie bekomme. Das sichert uns ein Treffen mit dem Schatzmeister. Ich bin davon überzeugt, dass sie mitbieten werden, koste es, was es wolle. Allerdings, ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen, bevor die Auktion beginnt. Über jemanden auf solch einem Posten wird sicher viel getuschelt. Die erste Feder ohne Kopf. Es ist deine Pflicht, den richtigen zu finden. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Es nützt nichts, sich mit Dingen abzugeben, die es nicht gibt. Dies hier ist echt. Ich verstehe. Okay. Schweigen ist besser für die Weisen. Und für die Narren erst recht. Ich wünsche dir viel Glück. Kido. Meinst du, wir brauchen Glück? Fäulnis greift in El-Karch um sich, Schatzmeister. Gestohlenes Eigentum. Erpresste Händler. Gefolterte Ausländer. Die Korruption wuchert überall. Doch du sitzt in ihrem Zentrum.
Selbst jetzt verbreitet sich dein Gift entlang der Oststraße in Länder, die bisher vom Orden unberührt waren. Ich höre dein Verlangen nach einer Haarnadel, die bei der Daira Talmal versteigert wird. Ich spiele den Rivalen bei deinem Herzenswunsch und locke dich aus den Schatten. Okay, töte den Schatzmeister. An der Spitze von El-Karchs Machtpyramide befindet sich der Schatzmeister. Durch die Kontrolle von Steuern und die Nötigung der Händler El-Karchs finanziert der Schatzmeister erfolgreich den Orden auf Kosten der einfachen Leute. Auf der Suche nach einem seltenen Haarnadel lässt der Schatzmeister eingeführte fremdländische Artefakte im Hafen beschlagnahmen, was verschiedenen Händlern große Schwierigkeiten bereitet. Der Schatzmeister ist eine geheimnisvolle Person, deren wahre Identität nur wenigen bekannt ist. Höchste Zeit, den Schleier zu lüften. Okay. Big Boss Nummer 4. Ball enthüllt, der Schatzmeister. Boom. So, was haben wir im Inventar? Also, die leere Feder, alles klar. Suche auf dem Bazar nach Informationen. Also meine Verkleidung passt tatsächlich zufällig. Okay, ich sollte mich vielleicht nicht auffällig verhalten. Sollte mir das sagen. Okay, dann gehen wir mal hier und schauen, wo er ist. Wieso sucht mich da hinten jemand? Na. Da ist jemand. Mit dir kann ich reden. Komm her. Hätte ich mir denken können, dass du hier bist. Komm. Du kennst mich halt. Komm, reden wir. Es gibt auch etwas, das ich dich fragen will. Ja, dann frag. Weißt du irgendetwas über den Schatzmeister? Das ist ein Amtsträger des Kalifats. Schatzmeister? Ich weiß schon etwas, aber du weißt, wie es mich schmerzt, wertvolles Wissen kostenlos abzugeben. Was soll ich für dich erledigen? Arschloch. Du weißt gleich, was ich denke, hm? Du musst wissen, kleiner Fink, die Daira Tulmal ist nicht nur ein wichtiges Ereignis für die Oberschicht von El-Kar, sondern auch für Diebe. Hat dir wieder jemand was weggenommen? Ein wertvoller Unterteller. Luca hat ihn. Er war schon immer neidisch auf mich. Was glaubst du, wo er ist? Ich wusste, auf dich ist Verlass, kleiner Fink. Er sollte in einer der Kisten bei seinem Stand sein. Bin gleich zurück. Okay, und schon wieder der Laufbursche. Alles klar. Gut, aber so kriegen wir wenigstens Informationen. Also Diebe sind das, was uns hier verfolgen. Na ja, gut, dass ich auch ein Dieb bin. Was die können, kann ich auch. Hast du von der Aufregung ein paar Stände weitergehört? Sag nicht, dass es wieder Kong und Luca war. Okay, hier ist was zum Zerstören. Interessant. Das wird der Stand sein, den Kong meinte. Also dann, ein Teller. Okay, also das ist schon mal eine Tür, die ich aufmachen werde. So viel ist sicher. Aber... ist das gemeint? Ja, dann mal zurück. So, noch ein Stück. Stopp. Von der Seite nochmal hinterher. So. Perfekto. Okay. Und schwuppsdiwupps. Haben wir hier so ein Ding, was wir schmeißen können. Und... boom. Gut. Aber was hilft mir das jetzt? Ist hier die Frage. Warte mal, das sind Schleifspuren am Boden. Da oben. Okay, ich verstehe.
Ich muss dieses... What the fuck? Ich muss dieses Ding darüber schieben, so wie es scheint. Geht es nicht? Oder muss ich so machen? Ah. Ja, ja, ja. So? Reicht das? Nö. Warte mal. So wahrscheinlich. Jo. Perfekt. Da ist der Teller. Natürlich hat Kong so einen Teller. Vielleicht Celadon Teller. Jetzt, was er über den Schatzmeister weiß. Okay. Machen wir hier die Tür auf. Und hier gibt es noch einen Brief. Etwas Verdächtiges geht auf den Dächern vor. Unser Moment ist gekommen. Macht euch bereit, Jungs. Die große Auktion ist endlich gekommen. Die Wachen werden beschäftigt sein und somit ist das unsere Gelegenheit, uns endlich mit ihrem Gold zu belohnen. Kommt zu mir aufs Dach und wir beginnen, sofern ihr nicht vorhabt, wie Feiglinge mit eingeklemmtem Schwanz wegzulaufen. Okay, soll ich aufs Dach und abchecken, was abgeht? Oder soll ich direkt zu Kong? Wenn wir schon hier sind. Was geht auf dem Dach? Hier oder was? Hier ist doch nichts. Außer ein paar Sachen zum Looten, aber sonst. Und dann nochmal weiter hoch. Als ob das nicht geht. Hier oben? In der Tat, da ist ein Gegner. Warte mal, vielleicht sollte ich die erstmal eliminieren. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Boom. Wer hätte das sein können? Klack. Als ob. Klack. Dann ebenso. Gut. Damit haben wir drei Leute umgehauen. Ich weiß nicht, ob die wichtig waren. Wird schon irgendwie eine Wichtigkeit gewesen sein. Vielleicht hätten die irgendwie sonst... uns überrascht oder wären in die Quere gekommen. Noch irgendwo Gegner? Halt. Was ist da? Achso, das ist dem Seitenhorn. Da ist noch einer. Du hast hier nichts zu suchen. In der Tat. Trotzdem bin ich hier. Okay, da ist nichts. Und ab. Sperrgebiet, so, so. Guck mal jetzt zu den interessanten Orten hier, oder? Nö. Okay, na gut. Ich sehe zumindest, wo noch theoretisch Information wäre. So, der da oben. Aber jetzt bringen wir erstmal den Teller zurück. Der da oben wäre wichtig. Der hat einen wichtigen Geldbeutel dabei. Dankeschön. Gut, komm. Mein Freund. Hier. Hier. Der kleine Fink hat es wieder geschafft. Damit ist mein Satz endlich vollständig. Ich dachte, es wäre deiner. Jetzt ist er es. Egal. Hör gut zu. Ich trank gerade meinen Nachmittagstee, als ich das Gespräch zweier Damen mithörte. Es ging um eine Bestellung für die Daira Talmal. Sie fertigten eine wunderschöne Robe für den Schatzmeister an, mit feinen östlichen Stickereien. Halte danach Ausschau. Östliche Kleidung? Danke, Kong. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich ein Ausländer aus dem Osten. Okay. Das ist eine wichtige Information. So, jetzt gehen wir zu dem Typen da oben.
Oder wer auch immer das da sein soll. Der Schatzmeister duldet keine Unpünktlichkeit. Oh, noch einmal, der Schatzmeister. So, ich muss die belauschen, natürlich. Das kann man nicht beschleunigen, Sayid Bati. Der Schatzmeister wird nicht zufrieden sein. Und ich ebenso wenig. Das weiß ich. Doch die Erschaffung von Düften ist aufwendig. Wir tun bereits unser Bestes. Euer Bestes reicht nicht. Komm, reden wir woanders. Hier haben die Wände Ohren. Diese Frau erwähnte den Schatzmeister. Ich sollte sie belauschen. Wie du weißt, ist Kimar der Lieblingsduft des Schatzmeisters. Niemand ist unglücklicher, wenn 3 Dutzend Flaschen verschwinden. Seit sich unser Nachschub im Hafen staut, läuft die Produktion schleppend. Sayidati. Gewisse Vorkommnisse haben unsere Lage zusätzlich erschwert. Aber kann das sein, dass es mit den Düften zusammenhängt, wo wir jetzt auf der Brücke gelesen haben, dass die einen so verrückt machen? Das wäre eine interessante Kombination. Bisher hast du mir nicht gesagt, was genau uns fehlt. Das Blut, Sayidati. Das Blut ist ein grundlegender Bestandteil des Dufts. Das macht Kinar so besonders. Wir brauchen es. Ich werde mit dem Kalifen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Der Schatzmeister wird sich gedulden müssen. Dieser Duft auf den Briefen des Steuereintreibers. Ich dachte, ich röche Eisen. War das Blut? Diese Frau könnte aus dem inneren Kreis des Kalifen sein. Sie kennt den Schatzmeister. Mhm. Ich muss sie sprechen. Ist das nicht auffällig? Aber okay, dann sprechen wir mit ihr. Friede sei mit dir, Sayidati. Friede sei auch mit dir. Ich kam nicht umhin, Sayidati, euer Gespräch über den Duft mitzuhören. Es ist unhöflich zu lauschen. Doch da wie sie da dran flackt, bist, vergebe ich dir. Mein Name ist Kabiha, die Frau hinter dem berühmten Kinar. Es hat einen einzigartigen Duft. Rose, Honig, Sandelholz und, wie du wohl gehört hast, ein Quäntchen Blut. Blut, das hätte ich mir denken können. Ich hielt es für Eisen. Blut wird durch Eisen hervorgebracht, oder? Aber aufgrund dieses Details ist es schwierig, große Mengen zu besorgen. Etwas so Exklusives ist doch sicherlich bei hohen Würdenträgern beliebt. Ich meine, es in der Nähe des Schatzmeisters gerochen zu haben. Ning trägt tatsächlich China. Sie ist von seiner geheimnisvollen Komplexität begeistert, wie so viele. Seltsam. Du erscheinst mir nicht wie jemand, der sich für Duftwasser interessiert. Es ist unklug, jemanden nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Wohl wahr. Wie hieß du doch gleich? Basim. Basim. Ich sollte nicht noch mehr deiner Zeit verschwenden. Ich wünsche dir eine wunderbare Dairat al-Mal, Sayidati. Wieso sagt er seinen echten Namen? Wäre es nicht schlauer gewesen, einen anderen Namen zu benutzen? Und ihr Name ist Ning. Enthülle die Identität des Schatzmeisters. Ja, habe ich ja. Eine Frau namens Ning. Ning Schatzmeister. Oh, da sind hier viele Geldbeutel. Das ist ja wie ein Paradies hier. Nehmen wir alles mit. Braungeld. Okay, was soll ich noch machen? Nachforschung. Ah, jetzt haben wir die letzte Verbindung geschlossen. Enthülle die Identität des Schatzmeisters. Bei der Auktion wird ein seltenes Artefakt gezeigt. Hinweis nicht gefunden. Kahiba. Ne, Kabiha. Die Lieblings...
Konkubine Al-Mutawakkils stieg als ehemals namenlose Sklavin zur begehrten Position der Umm al-Walad auf. Der Mutter des Sohnes, Sohns des Kalifen, Kabiha, war charismatisch und intelligent, eine Förderin der Künste, der Wissenschaft und der Geschäfte. Sie ging kunstfertig mit Rivalen um und sammelte Gefolgsleute, die ihr als Herren im Harem des Kalifen treu ergeben waren. Okay, Bürger des Kalifats fehlt nur noch einer. Region haben wir alle, Schauplätze haben wir alle, Fraktion haben wir alle und Gegner haben wir alle. Also irgendeine wichtige Person fehlt uns noch. Dann ist da auch schon alles durch. Okay, aber wo muss ich hin? Gibt es eine Map-Marker? Nein. Okay, na gut, dann gehen wir einfach mal spazieren. Vielleicht passiert hier irgendwas. Ich meine, aha, da hinten. Identität des des Kalifen, würde ich schon sagen, des Schatzmeisters. Was ist das? Ich suche den Stand des fremdländischen Händlers. So etwas hast du in Bagdad noch nie gesehen. Artefakte aus dem fernen China, nur hier, sonst nirgends. Nicht so schüchtern. Kommt herbei, geht nach oben und staunt über mein Angebot. Alles klar, das tun wir doch. Wenn er schon so sagt. Friede sei mit dir. Sagtest du etwas von Artefakten aus China? Ja, Sadiq. Willkommen, willkommen. Hier findest du sicher etwas, das dich interessiert. Ja, verschiedene Haarnadeln. Steht dir der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem? Ich habe Schmuckstücke aus dem fernen Osten im Angebot. Seltene Vasen, feine Teetassen. Aber mein Schatz ist die Haarnadel. Sie ist von einzigartiger Schönheit. Selbst der Schatzmeister hat sich nach ihr erkundigt. Warte, die Haarnadel. Wo ist sie? Sie geht zur Auktion. Wenn du sie ersteigern willst, solltest du besser einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen. Eine Haarnadel aus dem Osten. Das muss die sein, hinter der Kululu für den Schatzmeister her war. Ich muss sie bei der Auktion erwischen. Die Auktion sollte bald beginnen. Okay, also nimm an der großen Auktion teil. Alles klar, danke, Kollege. Dann gehen wir mal zu der Auktion. Ich hoffe, ich muss nicht genug Ingame-Geld haben, damit das funktioniert. Sonst bin ich aufgeschmissen. Gut. Wir haben uns hingepflanzt, es geht los. Friede sei mit euch. Yassas, Nehao und Hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Pass ihm voll am Klatschen. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat Dalmal zu begrüßen. Oh, ein Elefant. An Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hin. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Oh, was sehe ich da? Bereits ein Bieter? Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Ah, noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft. Dieses Stück geht an die reizende Dame. Frage. Als nächstes, wie viel haben die jetzt geboten? Sie kommt aus dem Osten, eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Handheben, ja. 150. Da, noch ein Dritter. Nummer zwei zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Scheiße, es geht doch nach dem Geldbeutel. Okay, ich hab 1300. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Niemand? Dann verkauft. Okay, hat gereicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also wenn du nicht genug Geld hast, hast du die Mission verkackt.
frech. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat Al-Mal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Also für eine Schatzmeisterin, die das Ding unbedingt haben will, hat sie ja auch nichts geboten. Weißt du, wie ich meine? Es ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Ein wertvoller Harnal aus dem alten China, kunstvoll gearbeitet und vom Schatzmeister begehrt. Wenn ich mir sie genauer anschaue? Nö. Okay. So, damit wissen wir jetzt, wer Ning ist. Erhalte eine Audienz bei der Schatzmeisterin. Ja, wir gehen jetzt zur Schatzmeisterin und sagen ihr, hey, du willst das haben, dann gib mir 3 Häuser, ein Auto und 2 deiner besten Kamele. Und einer davon muss Dieter Josef Klaus heißen. Auf der Geburtsurkunde. Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin, geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Sprich mit dem Wachmann. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Ah, ein Geschenk. Die Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Okay, das heißt, ich brauche eine Brosche. Finde heraus, wo du die Brosche der Elfenbeinmünze beschaffen kannst. Wer könnte mir die Info dafür geben? Beziehungsweise, wer kann mir die Brosche dafür geben? Kann ich die einfach klauen? Ja, der Medaillon. Nein. Okay, eine Elfenbeingrosche. Kong, mein Guter. Hallo. Weißt du was von der Elfenbeingrosche? Warte mal, kann ich den eigentlich nachfragen? Nein. Wäre ja auch sonst zu leicht. Okay. Jetzt mal im Ernst. Wie soll ich das herausfinden? Aha. Da hinten ist jemand. Wahrscheinlich die ganze Zeit mit Adlerauge rumlaufen, sonst funktioniert hier gar nichts. So, du bist meins. Du bist ebenso meins. Dankeschön. Okay, der Typ da hinten. Der scheint wichtige Informationen zu haben. Das ist der Beweis, dass ich in der Händlergilde bin. Hier, sieh doch! Bei allem Respekt. Damit stehen dir noch immer nicht 3 Beutel Safran, 2 Beutel Vanille und 1 Flasche Honig kostenlos zu. Unerhört! Welch Verschwendung meiner Zeit! Hallo! Ärger mit den Kunden? Nicht mehr als sonst. Diese Leute der Elfenbeinmünze halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Die Elfenbeinmünze? Ist das nicht die, der wir geholfen haben? Ich sollte nicht darüber sprechen. Viel weiß ich ohnehin nicht. Ja, hier, Münze der Bestechung. Was du auch weißt, wird mir helfen. Nun, es kann nicht schaden, dir zu erzählen, was ich weiß. Die Elfenbeinmünze ist eine gehobene Händlergilde. Sie tragen eine Brosche, die ihnen Zutritt zu bestimmten Orten gewährt. Wie erhält man so eine Brosche? Soweit ich weiß, sind nur geachtete Händler Teil der Elfenbeinmünze. Und man muss von einem Mitglied eingeladen werden. Sie glauben, durch ihren Status könnten sie sich Waren nehmen, ohne sie zu bezahlen. Hat man je solch eine Eitelkeit gesehen? In El-Karch überrascht mich nichts. Danke. Hallo, Gewürze für dich? Nimm die Brosche der Gilde der Elfenbeinmünze an dich. Okay. Gut. Komme ich da hoch ohne Probleme? Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Oh, nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Mann. Ich wusste doch nicht, dass ich da nicht rein darf. Na, jetzt ist auch schon wurscht. Dann nehme ich mir halt die Brosche auf meine Art. Da geht's weiter. Oh, Moment. Da ist noch ein Typ. Hm, da ist ja noch einer. Na komm, fall um jetzt. Noch einer. Echt jetzt?
So, jetzt ist Ruhe hier. Das war nicht der Plan. Nein, Basti. Warum denn? Hier. So ist auch gut. Muss ich mich nicht bewegen. So, Basti, mir jetzt aber schön langsam darüber, ja? Ja. Gut. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Und hier ist die Tür offen, natürlich. Hauptsache, ich muss oben rum. Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein. Einladung für ein Treffen mit der Schatzmeisterin Kui aus Griechenland, Besitzer von Santos Statuen und Antiquitäten. Du bist eingeladen, die Schatzmeisterin im Inneren in ihren Gemächern in der Kammer der Antiquitäten zu besuchen. Sie wird nach Ende der Auktion geöffnet. Bringe wie besprochen das Schmuckstück mit schwarzem Sand mit. Okay, ist das hier irgendwo? Kann ich das einfach mitnehmen? Sind das Leute hier? Ja, warte mal. I think I will need to use mein Dingens. So. Schwack und Schwack. Es tut mir sorry. Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Das ist die Brosche. Hübsch. Ich habe beide Schmuckstücke. Nun muss die Wache mich reinlassen. Sehe ich genauso. Ich frage mich ja, ob das nicht dafür für Aufregung sorgt, dass jetzt hier so viele tot sind. Da wäre ein Loch gewesen. Na ja, gut. Was ist das? Was ist hier? Ein Entschuldigungsentwurf. Ich brauche bitte nur noch ein paar Tage. Ich werde das Geld bekommen und meine Schulden bezahlen. Der Duft, den ich auf Lager habe, ist wichtig und darf nicht angerührt werden. Ich flehe um Verständnis. Der kürzliche Steuerstieg hat, der Brief bricht hier ab. Ja, da haben wir den schon geholt. Der konnte nicht mal seinen Brief zu Ende schreiben. Eliminiere Ning, die Schatzmeisterin. So. Dann lass mich doch zu Ning hin. Na los, komm. Schneller. Darf hier nicht sprinten, leider. So, jetzt aber. Friede sei mit dir. Nur schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Gut. Wunderbar. Danke dir, mein Freund. Hier entlang, Sayedi. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayedi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Boah, krass. Oh. Ja, bring mich mal um. Ich würde es neu starten. Ich wusste nicht, dass ich da nicht rein darf. Und dass ich da eine offizielle Audienz brauche. Entschuldigung, Spiel. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, aber gut. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. In der Tat, Sayedi. Nein. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selbst. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Warte auf den Schatzmeister. Von der Schatzmeisterin zu sprechen. Du darfst eintreten. Aha, okay, ich darf eintreten. Alles klar. Frau Schatzmeisterin. Ein neues Gesicht. Mein Name ist Basim. Neu in Bagdad, aber nicht neu im Geschäft. Ich handle vor allem mit alten Sammlerstücken.
Dann hast du ein gutes Auge für Details. Was bringst du mir, Basim? Du weißt, was ich bringe. Ein Mann, der keine Spielchen spielt. Na los, zeig sie mir. Ganz dicke natürlich ganz vorne dran. Na komm näher, trau dich. Oh. Exquisit. Hast du jemals so etwas gesehen? So zerbrechlich, so makellos. Nein, aber es überrascht mich, dass du so begeistert bist. Ich habe eine Schwäche dafür. Als ich noch ein Kind war, banden meine Schwestern und ich uns die Haare mit Stöcken, mit Steinen als Schmuck. Ich tat so, als wären sie seltene Edelsteine. Wir hatten nichts, doch wir fühlten uns reich. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Ratschläge, eine Kostprobe der Macht und vor allem, um meine Gunst zu erlangen. Warum bist du hier, Basim? Dich umzubringen. Nun, ich bin auch Sammler und habe viel von dir gehört. Von deiner Ausgefallenheit, deinem Geschmack. Ich will lernen. Hast du auch gehört, ich hätte Glück? Ich verabscheue das Wort. Als ich nach Bagdad kam, war ich eine von vielen, die etwas aus sich machen wollten. Mittlerweile frisst mir sogar der Osten aus der Hand. Ich krallte mich an jeden Vorsprung, wo andere aufgaben, um ihre Nägel zu schonen. Aber mir machten ein paar Kratzer und etwas Blut nichts aus. Gewiss gab es Unterstützung. Leute, auf die du trafst, die dir halfen, bis hierhin zu kommen. Egal, was andere sagen, man hat niemanden als sich selbst. Nur sich selbst. Warte, Basim. Okay, muss ich machen. Sie hat mir auch nicht vertraut, von Anfang an. Interessant. Aber so leichtfertig? Ha? Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung, die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Ja, aber das Blöde ist ja, ich habe jetzt quasi von ihr gar keine Information zu dem Big Boss erhalten. Was schade ist, weil eigentlich war das davon doch ausgegangen. Sind wir jetzt bei Infinity War oder was? Gin Time. Da ist der Gute. Na komm, sag Hallo. Das Blut einer Zauberin. Eliminiere Pyrika. Okay. Der wurde bis jetzt noch nie so genannt. Wieder der Djinn. Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Ja. Die Schatzmeisterin. Sie ist tot. Die ist abgenippelt, in der Tat, ja. Ah, hier war ich schon mal. Das trifft sich gut. Das heißt, ich kann hier in Ruhe fliehen. Kann ich mich porten? Nee. Okay, was haben wir jetzt hier? Erstmal kurz Inventar checken. Die Brosche durften wir behalten. Die Haarnadel auch. Gut.
Ning ist tot. Bleibt nur noch der Dicke. Kehre zurück, kehre zurück. Gut, erstmal machen wir hier Adlergespür. In Kidos Blick enthüllt die Wachgänge markierter Gegner. Da tun wir. Und dafür brauchen wir 3. Das war das Notfallziehen. Dann brauchen wir nochmal 3 und dann kommen nochmal 5. Alles klar. Und Ning als wahrscheinlich die letzte Person, richtig? Jo. Als sie verkauft wurde, um die Schulden ihrer Familie zu tilgen, lernte Ning schon früh niemanden zu vertrauen. Mit ihrer berechnenden und rücksichtslosen Art stieg sie schnell in die Händlergilde auf, bis sie schließlich den Posten des Schatzmeisters erlangte. Trotz ihres hart erarbeiteten Einflusses hüllte sich Ning zum Selbstschutz in Einsamkeit. Sie blieb selbst ihren engsten Verbündeten ein Mysterium. Ja, zu viel Einsamkeit ist halt auch nicht gut. Na komm. Was für ein Arsch schießt hier die ganze Zeit auf mich? Na, schade, ich dachte, das ist so ein Gerüst, was ich runterziehen kann. Ja, Moment, nicht mich auslöschen, wir machen es anders. Wir machen es nämlich so. Klack. Und klack. Wunderbärchen. So, kann ich hier endlich mal weg. Da waren wir schon. So, jetzt aber. Jetzt bräuchte ich nur so einen kleinen Versteck. Das hört sich doch gut an. Kurz im Busch chillen. Mein Gott, die suchen aber lang nach einem. Na komm. Jetzt ist doch mal gut, ey. Darf ich jetzt schon schnell reisen? Ja. Wunderbar. Dann machen wir hier eine kurze Toilettenpause. Und dann reisen wir zu Rivka. Also, bis gleich.